herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Parks und Funfair. Wir sind heute mal wieder in Frankreich, meine zweite Heimat dieses Jahr. Keine zweite Heimat ebenfalls. Im Valligator Park. Fahren dann heute meinen mittlerweile fünften B&M Inverter. Eine Holzachterbahn, die fast nicht über die Hügel kommt. Dann einen ganz alten Vekoma noch mit diesen ganz alten Zügen, mit dieser Spitze vorne. Und ja, bin gespannt, was noch so auf uns wartet. Weil der Park ist echt nicht so groß. Stand auch schon ein paar Mal vorm Bankrott. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, hier knallt der Soundtrack. Also wir stehen jetzt genau vorm Eingang. Nach ein bisschen um die 20 Minuten da warten. Und durch die Sicherheitskontrolle sehen wir dann jetzt hier vorne bei Schnappi. Und Kai und ich rennen jetzt auf jeden Fall direkt zum Monster, machen schon mal einen Ride in der Front Row. Während die anderen schon mal Anaconda fahren. Dann fahren Kai und dann treffen wir uns alle beim Wacky Worm, dann tauschen wir einmal, damit Monster quasi die 150 von Lars wird. Und ja, bisschen kompliziert, aber Kai und ich wollen die Front Row. Julian läuft ja auch rum. In Germany. Aber die haben sogar ein neues also ein neues Kostüm. Früher sah das ein bisschen schlechter aus. Rudi, gönn mal. Also wir wollen eigentlich laufen, aber Kai ist noch nicht da. Kai. Wir wollen auch die erste Fahrt. Wo ist Kai? Da sind schon zwei vorgelaufen. Da sind schon zwei vorgelaufen. Okay. Wir haben's. Da ist es. Ui. So, wir haben es geschafft. Ach du Scheiße. Das ist übrigens neu, das Schild. Also die Station hat immer noch kein Dach. Ach, hier ist noch zu. Gut. Station hat immer noch kein Dach. Keine Wand, aber ein Graffiti. Das Besondere bei dem Ding hier ist, das stand mal in Japan, im Expo-Land. Und wurde jetzt, also ist das ein 10 oder so, hierhin transportiert. Ist ein exakter Klon von Raptor aus dem Cedar Point. Nur stark, hier oben ist die Station. Nur dass hier die Blockbremse da hinten, weiß nicht ob man die gut sieht, komplett rausgeholt wurde. Und man ab dieser Blockbremse da einfach richtig krank durchpaced. Und ich bin echt gespannt. Wir kommen gerade aus dem Raptor-Klon-Monster. Wir sind jetzt in der Front Row und jetzt zieht das Ding schon ordentlich. Erste Fahrt, erste Reihe und das hat schon gezogen und durch die fehlende Blockbremse ist er so krank durch dieses Layout da gewippt. Boah, echt krass. Ich bin gespannt, wie das gleich in der Back Row sein wird, wenn das Ding mal ein bisschen sich ein bisschen warm gefahren hat. Boah, leck mich am Arsch, da zieht ihr echt die Socken aus, du. Wie war das? Alles für den Count? Jawoll! Die sind so eng, die Dinger. Dieser Wacky One, der ist so... Nein, das ist ein Wacky Crocodile. Vor allem, wie ist der Balanz, dieses... Ja, jetzt haben wir Backrow bekommen, geil. Oh nein! Oh. Oh. Ja, geht klar! Reicht! Nein! So, den Wacky Worm gerade eben weggecountet. Jetzt geht's nochmal auf Monster, weil die anderen, die jetzt noch nicht gefahren sind. Jetzt versuchen wir mal Backrow zu kriegen. Ey, das Ding war vorne schon intensiv. Das soll das aber hinten werden, vor allem wenn das Ding später aufgewärmt ist. Uiuiui.
hier ist dann übrigens die Station ohne Dach. Wir sind jetzt gerade im Monster in der Backhoe gefahren. Und Alter, Scholli. Erstmal der Drop da hinten. Kleiner Pre-Drop und dann geht's richtig runter. Im Looping wirst du so krank nach unten gezogen. Und die Cobra Wall ist einfach nur ne bam, bam, bam. Aber du, kein Schlagen, sondern einfach nur. Du musst noch erwähnen, dass das der Klon aus dem Cedar Point ist. Hab wie ich alle schon. Anderen schon. Hab ich schon. Auch schon fünfmal? Das ist der Klon aus dem Cedar Point, also ja, genau. Raptor hier. Ne? Grün eigentlich. Aber krankes Ding, ey. Geht im Cedar Point wahrscheinlich total unter zwischen den ganzen geilen Bahnen, die da stehen. Aber G-Keule ohne Ende. Vor allem die letzte Helix durch die fehlende Blockbremse. Hast du da G-Kräfte ohne Ende? Also das hast du richtig wie bei so einem großen Booster, wo das Blut in die Beine richtig reinsickt. Können wir jetzt endlich Holzachterbahn fahren? Hauptsache schon mal eine dicke Schlange hier. By the way, wer es nicht weiß, das Ding da ist so ziemlich die lahmarschigste Holzachterbahn, die ich je gesehen habe, weil die fast nicht über diese Hügel kommt. Und im ersten Wagen schon Gewichte liegen müssen, damit die überhaupt diese Hügel da schafft. Hier kommen auch richtige 13-Vibes, weil du hier einfach durch so einen Wald gehst. Fehlt nur noch dieses schreiende Mädchen, was hier die ganze Zeit rumbrüllt. Oh. Bin mal gespannt auf das Ding. Also die anderen haben gerade schon gesagt, das Ding soll sich relativ sanft fahren sogar. Aber ist auch klar, wenn es sogar Thematisierung. Also generell muss man sagen, ich hätte nicht gedacht, dass der Park noch so schön aussieht. Also der ist echt gut thematisiert. Korrigieren, da sind keine Sandsäcke mehr drin. Und die Züge sehen auch neu aus. Bei Monster waren die übrigens auch neu gestrichen. Die sahen früher mal anders aus. Ja, genau. Wie niedrig wollen sie die Gates machen? Ja. Ja, da sind sie. Nicer. Das war dann auch Anaconda. Rücklaufsperren auf dem Airtime-Hügel habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Fast jedem eigentlich. Aber was man sagen muss, man konnte halt wieder alle Plätze besetzen. Nicht so, wie das man eigentlich kennt. Und der First Stop, der hatte echt gute Airtime hinten in der Reihe. Ansonsten richtig komisch, auch wenn du über diese letzten Airtime-Hilfe fährst, geht das Aber es war smooth. Also ja, rappelt auf keinen Fall. Also tut nicht weh. Ganz okay, würde ich sagen. Solide Bahn. Solide Bahn, wie Alessio sagen würde. Ich muss ernsthaft mal sagen, das hätte ich nie gedacht, der Park ist echt gut thematisiert. Das hätte ich echt nie gedacht. Wenn man Monster jetzt gut hinbekommen würde, okay, Komet sieht jetzt auch nicht so schön aus. Aber ansonsten sieht es hier echt schön aus, das muss man echt sagen. Jetzt haben wir da hinten noch eine Burg irgendwie entdeckt. Kai sagt irgendwas von Wongfu, ich bin immer gehypt da hier, ey. Geil sieht das wieder aus. Wie man hier sieht, sind hier noch die alten Züge von Willkommen drauf. Sehen so halt ein bisschen aus wie die Aero-Züge. Ja, auf jeden Fall ein bisschen oldschool. Aber da mag ich ja. Aber jetzt wird es ein bisschen lustig. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schlagen. Du musst jetzt stark sein. Und die Bahn hier ist sehr schön. Kaido Leno, Kaido Leno. So. Willkommen Looper gefahren. Im First Stop richtig. Richtig dollen Schlag. Hier hinterm Looping nochmal einen richtig dollen Schlag. Ansonsten war es ganz okay. Muss man aber nicht. Jetzt geht es wahrscheinlich hier aufs Airways und auf den S&S Shot and Drop. Julians erstes Airways. Vielleicht wird er mal zur Vernunft kommen und Skyflash nicht mehr als bestes Flat-Geschäft bezeichnet. Aber mal sehen. So, jetzt geht's ins Airways. Und ja, ich bin gespannt auf die Queue, weil die soll auch sehr hübsch sein.
Jetzt wird natürlich gerade reingelassen. Keine Ahnung. Hier sieht man natürlich nicht viel. Ja, hier sieht man gar nichts. Aber es ist so eine futuristische Stadt auf jeden Fall hinterher. Nice, nice. Lol. Ah, hier sind mehr das harte Vibes ein bisschen, ne? So enge Gänge. Wir sind jetzt gerade hier G-Lock gefahren. Mein drittes Air Race. Also, das im Bagatell war so, ja, vielleicht morgen mal. Dann kommt so in Drayton Manor das so, schon ein bisschen mehr Gas. War das Ding da? Also es gibt Parts, da zieht das so durch, dass du da richtig in diese Sitze gedrückt wirst mit G-Kräften. Aber dann gibt es auch Parts, wo du einfach 6 Sekunden über Kopf stehen bleibst. Also Lars wird schon ein bisschen schlecht. Für Jan ist das sowieso nichts, weil der Badmiles hasst. Und selbst ich sag, das Ding war echt intensiv. Also auf jeden Fall das intensivste Air Race bis jetzt. Was zu sagen dazu, Jan? Geil. War intens. Also ich bin ja schon den im Ford Fun gefahren, aber der hat viel mehr Gas. Den bin ich noch nicht gefahren. So, und jetzt ein schönes S&S Druckluftprodukt fahren. So, also, wir sind gerade den S&S schon Drop gefahren. Und währenddessen fing es natürlich wieder an zu regnen. Jetzt kommt hier voll der Platzregen rüber. Also, ich weiß nicht, ob es Platzregen ist, aber es sah gut so aus. Jetzt sind wir hier schnell geflüchtet. Kai, willst du was zu deinem ersten S&S sagen? Ja, es war eigentlich fast wie im Werde ein Shot ohne Drop. Aber mit Airtime. Mit Airtime. Was ist das? Duell, professionell! Oh! Oh! Das ist eine Nachricht für Marvin. Wir waren gerade an diesem Fußballautomat und den fühle ich ja mal sowas von mehr als diesen dämlichen Boxautomat. Kannst du wenigstens gegen treten ordentlich, gell Lars? Ja. Das sieht richtig geil aus, aber anscheinend soll es geschlossen sein. Hä? Das macht um 12.30 Uhr auf? Ja, dann gehen wir ja gleich mal hin. Terrorhaus. So, wir stehen vor dem Terrorhaus. Vloggst du jetzt schon wieder, während ich vlogge? Ja. So, wir sind im Dino-Bereich vom Park angekommen. Und hier steht tatsächlich ein Rafting von Soke, wo ich natürlich als Soke-Fanboy übelst drauf gehypt bin. Und ja, das wird jetzt mal weggefahren hier. Lars, ist der echt? Ja, der war echt. Vor Jahrtausenden. Ja, Millionen, Entschuldigung. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war eine richtige Schummel. Hat er sich drauf. Aber noch gut der gehalten. Der ist Dodo Dompa gefahren, hat er sich nicht verloren. Oh, das sind ja ein paar mehr Sitze, als ich dachte. Weißt du? Und dann kommt so ein Boot. Was zum Teufel? Da sind wir nur 6. Da kommen wir rein. Hier los. Hä? Naja, let's go. 45 Minuten ab hier, ich glaube nicht. Lol, hier ist direkt die Schatzung. Ich weiß auch, warum das so lange gedauert hat mit dem Boot gerade. Hier sind nämlich 4 Beladezonen und die Boote werden immer im Viererpack rausgeschickt. Sinn? Geil, sogar mit Lift da im Gebäude. Junge, wie bei Jurassic Park The Ride. Ja. Und dann kommen da die Raptoren jetzt von oben. Und am Ende dann der T-Rex-Animatronic, der nach unten kommt. Aber da kommt eine Welle. Oh, oh, oh. Oh, shit. Oh, 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 Alter, voll in meine Schuhe. Ja. Voll in meine Schuhe. Oh. Ja, Jan, wer wollte nicht nass werden? Jan ist dran. Dieser Blick.
Was? Die Wand? Hä? Die Wand. Lol, was? Was ist das für eine Kurve? Was ist das denn? Oh Gott. Oh. Keine Ahnung. Shit. Shit. Oh. Ja, nee. Nee, nein. 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 Oh. Oh, jetzt kommt noch ein Wasserfall. Ach nein. Ach nein. Ich dachte eigentlich, das wäre relativ unspektakulär. Ja, ist eigentlich auch. Den Wasserfall habe ich ja von außen schon gesehen. Oh, oh Scheiße, ich hab keine Kapuze, ne? Ich auch nicht! Oh shit! Oh! 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 Was? Was? Oh! Oh shit! Was? Oh Junge! Oh, Junge, was? Nein! Ja! Ja! Jawollo! Oh, oh, Junge. Moin. Ja, moin. Okay, das voll. Oh. Ja, die kommen jetzt aus dem einzigen Rafting von Zuckee gefühlt. Nass. Nass. Guck dir Jan an. Also, ich bin eigentlich kaum nass geworden. Jan, wie sieht's bei dir aus? Das ist nicht so einfach. Das war auf jeden Fall sehr kurios. Es hat sehr enge Kurvenradien. Der Wasserfall ist so. Ja, jetzt wirst du nass. Weil der halt auch viel zu langsam durchfahren wird und dann überall abbröckelt und dich total nass macht. Ansonsten sind halt ein paar Dips da drin, wo du halt gute Wellen ins Boot kriegst. Die hat dann auch der Jan abbekommen, der natürlich am meisten Bock drauf hatte. Ja. Lost, gut, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Auf jeden Fall ein sehr geiles Rafting wieder. So, jetzt sind wir hier auf einen ganz komischen Platz gekommen. Da hinten ist auch eine Halle, soll ein Babypark sein. Aber was ist das bitte für eine Front? Das sieht doch nicht aus wie Halle. Baby. Ja, also es ist die einzige Halle, die hier steht. Also ich denke schon. Bin ich mal nicht gefahren, lass mal reingehen. Hier ist wieder Emily, pinke Teetassen. Oh, die Runde ist gut. Und da ist übrigens der Babypark, nicht da. Ja, hallo! Leute! Krafthalle! Dreh nochmal das Ding! Die nächste Fahrt geht rückwärts! Oh, Junge! Das Ding ist so intens. Oh, jetzt hört's auf. Oh, schade. Oh, es war so intens, Junge. Wir sind ein bisschen benommen, Alter. Boah! Auf jeden Fall sind wir kalt, das. Teetassenkarussell gefahren. Da konnte man nochmal ordentlich drehen, du ey. Boah, ich bin gerade so ein bisschen benommen, du. Weil euch die Hände so weh, das Ding hat ja richtig schwer drehen lassen. Aber wenn du es dann hattest, dann ordentlich. Also dieser Park erinnert sich immer mehr ans Walibi. Hier diese Main Street. Hier so eine Bühne, wo dann hier so Chartmusik läuft. Und dann dieses Kettenkarussell, was dann auch so Wehs da drauf hat. Vielleicht leicht inspiriert, vielleicht was eigenes, keine Ahnung. Also es reizt mich schon. Aber dieses I did it ist immer. Also schlimmer wäre, wenn da I survive draufstellen. Wir sind in Belgien. Ich habe mich eben schon gewundert, als da bei dem, das auf den Schildern nur auf Französisch steht. Ich so, wie so schön, dass du auf Kost. Hast du es auf Kamera? Ja. Also, wir sitzen gerade in Wally-Boot. Halt die Fresse, Julian. Wir sitzen gerade in Wally-Boot. Ist eine Bootsrundfahrt, die 30 Minuten dauern soll. Bin mal gespannt, ob das wirklich stimmt. So viele Fische. Wenn ich die Musik schon höre. Ich hab nichts mehr aufs Klo. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Aber ich wollte die mitholen. Ja, da sind Fische, die sind in jedem See. Animatronics. Also das Stück wird jetzt anscheinend ausgelassen. Ich will da auch lang fahren. Ja.
man nur. Schnell die Weiche umstellen. It's a small world. It's a small world. Ein bisschen gruselig sind die aber schon. Ich sehe nicht, was du da eigentlich sagst. Boah, da war so gierig. Und da kommt den Jäger raus. Ja, jetzt kommen sie alle. Ja, oh, jetzt kommen die ganze Gang, Alter. Schnell verboten, aber. Deutschland! Da, guck mal hier. Oh, gierig. Da. Werden die Enten gefüttert. In Deutschland. Jo, die Fische. In Deutschland würdest du direkt dafür verhaftet werden. Ich kann das. Ich unterhalte mich richtig mit der. Jetzt geht die Musik wieder. Lars, was ist das? Deutschland! Guck mal, Wunderland Kalk, K. Nicht lustig. Ist das Belgien? Der Pimmel. Boah, da werden Nudes gemacht. Ist das ein Spanner? Das darfst du gar nicht für machen auf YouTube zeigen. Darfst keine Pimmel auf YouTube zeigen? Ich glaub nicht. Du musst da was drüber machen. Das ist ja Kunst, das ist Kunstfreiheit. Ja, genau. So, also kurzes Fazit noch zu dem Wally Boat. Das fährt dann doch nicht mehr die Strecke, die es eigentlich mal gefahren ist mit den 30 Minuten. Fährt ungefähr noch die Hälfte, waren jetzt bestimmt, warte, wie lange waren wir jetzt unterwegs? 10 Minuten? 15. Ja, dann wäre es ja genau die Hälfte. Weil da sind sehr viele Szenen hinten auf dem See gewesen, wo man gar nicht mehr dran vorbeigefahren ist. Also schätze ich mal, dass die es irgendwann mal verkürzt haben. Aber ja, auch nicht so schlimm. Ja. Hier haben wir übrigens noch einen riesigen Felsen gefunden. Ein paar Szenen hier vorne. Man kommt hier nirgendwo rein. Weiß irgendwer, wer das, was das ist? Das war eine richtig scheiß Idee, Alter. Junge, mein ganzer Rucksack. Ja, ganz nach dem Motto von Kai, heute nehmen wir alles mit. Haben wir jetzt auch gerade den Lokflum mitgenommen. Das war ja mal so ein lamer Lokflum. Also wieder ein Drop. Der Rest ein bisschen rumgeschippert, wo du einfach gar nichts siehst wieder. Und dann ist diese auch noch so arschnass, Mann. Das war sehr unnötig, aber wir nehmen ja alles mit, Kai. Guck dir die Cakes an. Junge, warm gefahren, ballert das. Ist so, das ist so krank. Aber erste ist halt, ich bin ja absoluter Backhost bei allen Bahnen. Aber ich fand erste besser als bei der Bahn. Aber ich finde die Inversionen, die whippen mehr. Ja, die Cobra World of the UG. So, jetzt geht's hier in den. Wie heißt das Ding? Terrorhaus. Keine Ahnung, anscheinend ein Walkthrough. Wir sehen es gleich. Ich bin sehr gespannt. Ich mag so Walkthroughs mit so Horror. Auch wenn sie ranzig sind, dann mag ich sie auch. Jetzt haben wir keinen Sprachengehalt. Oh Gott. Oh, Füße oder was? De sécurité, restez bien groupés, il est interdit de courir et de faire demi-tour. Et il est toujours des cœurs ainsi qu'aux résidents. Et enfin, après les rideaux, plus de photos ni de vidéos, s'il vous plaît. So, wir waren jetzt gerade in dem Terrorhaus. War so ein Schwarzlicht-Walkthrough, Horror-Walkthrough mit ein paar Jumpscares und so. Ich muss natürlich vorgehen. Aber an für sich habe ich mich nicht erschrocken. Bis auf den letzten, dann war da dann doch ein echter Actor
Aber ich bin ihm eigentlich auch nur entgegengelaufen und hab mich erschrocken. Ich hab mich nicht mal erschrocken, dass er da ist. Ich hab mich nur erschrocken, dass so, ach oh lol, hier ist ja wirklich schon ein Mensch drin. Aber ganz nett. Lol. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Ja. So, Jan, waren wir jetzt auch noch gerade in Sheriff Academy. Ist dasselbe Ding wie in Denley's Park, wo du auf so einem Höcker sitzt und so eine Leinwand vor dir hast, mit einer Knarre, also wie Lars gerade sagte, die billige Version von einem Shooting Dark Ride. Ja, ist so. Mit einer Leinwand halt vorne. Und natürlich habe ich alle abgezogen mit weitem Abstand. Wir drei waren die drei besten. Na okay, 20 Punkte oder so. Und war dann aber schon eng, ey. Dann aber kam direkt Jan und dann kam direkt Lars. Also Jan, haben alle da. Haben natürlich alle weggewendet. Jetzt sind wir hier im Walibi Playland. Ups, ich hab dir den Schuh ausgezogen. Alter. So, das war's jetzt auch schon mal hier. Ey, nicht schunkeln! In Frankreich ist alles erlaubt. Ja, das war's jetzt hier mal vom Walligator Park. Wir fahren jetzt noch nach Metzen, Kleinkauntholen und fahren dann anschließend nach Luxemburg. Nicht auf die Schubermesse, bevor ich es wieder falsch sage. Das heißt ja dieses Jahr Fun um Glassis und ist ein Pop-Up-Freizeitpark. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 3. Haben den Park auch echt easy durchbekommen. Also hier muss man echt nie warten oder so. Ich habe auch hier von Paul, Grüße an Rollercoaster-Fan-Guy, habe ich erfahren, dass hier echt nie Betrieb ist und du eigentlich immer hier durchgehen kannst. Da kommen sie. Und ja, finde ich eigentlich echt schade, weil das echt ein cooler Park ist. Ich finde ihn sau underrated, habe ich auch gerade schon gesagt. Ja. Aber wir machen es jetzt auf den Weg in die Stadt Metz und holen uns noch den kleinen Count. Bevor ich es vergesse, ich beende den Vlog wahrscheinlich hier. Oder ich guck mal, vielleicht ist es in Luxemburg nicht so viel, was ich aufnehme, dann schneide ich jetzt noch hinten dran. Aber ansonsten sage ich jetzt schon mal danke fürs Zugucken. Like dieses Video gerne, abonniert meinen Kanal und das war's dann eigentlich im Prinzip. Okay. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Mit dir jetzt counten. Ja, moin und tschüss. Ach, ist. Bäh. Also wir haben dann auch den nächsten Platz erreicht. Ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Platz. Hier steht eine Achterbahn, ein Scooter, eine Rutsche. Hinten noch ein kleines Karussell, mehr ist hier nicht. Aber Count ist Count und deswegen holen wir das jetzt schnell und fahren dann weiter nach Luxemburg. Das hättest du einfach gar nicht zu. Mal guck mal, wie ich hier drin sitze. Junge, ich sterbe fast. Junge! Ich sitze hier wie der letzte Affe, nur damit das passt. Und die haben einfach den Bügel offen, Junge. Junge, ich kann nicht atmen. Ich auch nicht. Oh nein. Oh, Junge. Ah, ich bin gegen den Schwanz geknallt. Aua. Der Scheiß da hat mich geknupst. Lars und ich hatten gerade die schlimmste Achterbahnfahrt aller Zeiten. Ich hab dir nicht mal gesehen. Meine ganze Wampe war da drüber. Und ich habe mich ungefähr so in den Wagen gesetzt, damit das überhaupt irgendwie geklappt hat. Weil Lars und ich dachten einfach, wir müssen den Bügel zumachen und die fahren einfach mit Bügel auf. Und ja, der war halt sehr eng und hat mir nur leicht die Luft weggenommen, sagen wir es so. Jetzt geht es übrigens noch weiter.